Liebeslupe. Wow, hier hat man ein Gefühlshoch, oder du bist es. Denn ich habe hier zwei völlig unterschiedliche Energien, die sich widersprechen. Ich habe die 8er-Stäbe und die steht für Schnelligkeit, Kommunikation, im Rausch der Liebe sein und zack, 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 alles ganz schnell. Und dann haben wir die Karte Slow Down. Und dann haben wir den Stern, eine der höchsten Glückskarten. Also, entweder habt ihr heute beide ein Gefühlshoch, wirklich muss ich so sagen, irgendein Gefühlshoch, und er oder sie versucht, sich zusammenzureißen. So dieses, reiß dich zusammen. Du kannst jetzt nicht deiner Leidenschaft wilden Lauf lassen. Oder er oder sie versucht, dich zu beruhigen und zu sagen, ist ja gut, alles schön, ich freue mich genauso wie du, aber jetzt lass uns einen kühlen Kopf bewahren. Also, entweder versucht man sich selbst wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, oder jemand versucht das mit dir. Also heute hat man ein regelrechtes Gefühlshoch. Selbst wenn ihr euch nicht seht, dann kann es mit Kommunikation zu tun haben. Wir haben The Star, das ist das 11. Haus. Und das steht für Medien, also, und die 8er-Stäbe steht für Kommunikation. Also selbst wenn heute kein Treffen stattfindet, aber es findet ganz viel Kommunikation statt. Und ach, man flirtet, man ist ganz aufgeregt und hier versucht sich jemand wirklich zusammenzureißen, ja? Oder versucht, wie gesagt, dich wieder auf den Teppich zurückzuholen, zu sagen, ist ja gut, komm. Jetzt lass uns nichts überstürzen, eins nach dem anderen. Das ist wirklich eine schöne Energie, ganz, ganz toll. Und wenn die Kommunikation noch nicht heute stattfindet, dann in den nächsten Tagen, allerspätestens, wenn die Sonne in den Wassermann geht. Also das kann durchaus für einige von euch nächstes Jahr sein. Also in den meisten Fällen steht es für jetzt, weil wir die 8er-Stäbe haben. Und die 8er-Stäbe spricht von sofort, schnell, also heute, morgen, spätestens in den nächsten Tagen. Aber für alle, die schon sehr, sehr, sehr lange keinen Kontakt haben, da kann es gut möglich sein, dass wie aus dem Nichts eine Message kommt. Aber das wäre dann wirklich, wenn die Sonne im Wassermann ist. Und das ist nächstes Jahr Januar, Februar. Das ist für eine ganz kleine und bestimmte Reisegruppe. Alle anderen heute oder in den nächsten Tagen, dann wünsche ich euch viel Spaß. Also das, was hier liegt, ist aufregend, aufregend pur. Ganz toll. Es wird geflirtet und also wunderschön. Die Gefühle sind im Rausch, wirklich im Rausch, bei euch beiden.